Musik am Herd. Erneut hatte das Volkstheater Rostock am 27. Februar zu dieser beliebten Veranstaltung in die Kunsthalle geladen. Markus Bosch, Chefdirigent der Norddeutschen Philharmonie Rostock, schwang statt des Dirigentenstabs den Kochlöffel und schnippelte gemeinsam mit seinem Dirigierstudenten Eduardo Braun Salinas und einem prominenten Gast. Diesmal sollte Oberbürgermeister Klaus Ruhe-Matzen sein Kochtalent unter Beweis stellen. Naja, ich glaube, ich kann ganz gut kochen, aber nicht das, was wir heute kochen. Von daher ist das sehr interessant. Ich denke mal, ich lerne mal ein bisschen und werde es dann auch mal selber umsetzen. Aber ansonsten, ja, ich bin sehr gespannt auf das Ganze. Ich hoffe, dass es aber auch ein Stück weit um das Gespräch und nicht nur um das Kochen geht. Die Besucher konnten sich auf Artischocken mit Tartarsoße, dazu Risotto mit Blauschimmelkäse, Birnen und Walnüssen freuen. Und obwohl es viel zu tun gab, stand das Gespräch diesmal tatsächlich im Vordergrund. Schließlich kam das lockere Talkformat nicht an dem ernsten Thema des Krieges gegen die Ukraine vorbei. Markus Bosch betonte, in der Orchestermusik sei ein Miteinander von Ukrainern und Russen selbstverständlich. Klaus Ruhe-Matzen bekräftigte, die Hanse- und Universitätsstadt sei gut vorbereitet, um den ukrainischen Flüchtlingen zu helfen. Wir haben für das Identifizieren von den Anreisenden die Gerätschaft alle aktiviert, sodass wir darauf bereit sind. Wir haben Räumlichkeiten angemietet, sodass wir in dem Moment, wo jetzt jemand kommt, auch bereits die Flüchtenden unterbringen können. Ich habe natürlich Krisenstäbe schon abgehalten innerhalb der Stadtverwaltung und auch ein breiter politischer Front. Das ist natürlich so, dass jeder das unterstützt, diese Maßnahmen. Wir haben ein Budget auf die Beine gestellt, einen Sonderfonds, den wir dann auch nächste Woche Mittwoch von der Politik bestätigen lassen. Aber natürlich haben wir dazu auch schon die Gespräche geführt. Wir sind also gut gewappnet und ja, wir drücken einfach die Menschen die Daumen, dass sie gesund herkommen. Und, ja, es ist eine ganz furchtbare Situation, warum ich auch heute tatsächlich hier nur kurz sein kann, weil ich muss natürlich auch im Rathaus dann alle Vorbereitungen umsetzen. Dramatik auch in der Musik, die Markus Bosch und Eduardo Braun Salinas zwischendurch zum Besten gaben. Dennoch kam der Spaß bei der Veranstaltung auch diesmal nicht zu kurz. Mit dem Talk will Markus Bosch neue Zielgruppen ansprechen und Kultur und Politik zusammenführen. Ich mache das bei den Festspielen, die ich leite im Süden, bei den Opernfestspielen Heidenheim, ein ähnliches Format und habe das damals was gesucht, um so eine Verbindung auch in die Stadt zu schaffen. So ist dieses Format entstanden, so gucken auch eben mit Menschen ins Gespräch zu kommen, auch über unsere Themen, die vielleicht nicht regelmäßig ins Theater gehen, ins Konzert kommen, aber so eine Nähe zu schaffen zum Publikum, aber natürlich auch zur Politik, zur Wirtschaft, zum Sport, zur Kultur. Im besten Sinne ein gutes Netzwerk auch. Den nächsten Talk der Reihe Musik am Herd gibt es am 10. April. Dann wird Kulturministerin Bettina Martin zu Gast sein. Die Veranstaltung ist schon jetzt ausverkauft. Einen weiteren Koch- und Musikvormittag wird es am 12. Juni geben. Infos finden Sie auf der Website des Rostocker Volkstheaters.